Artikelnummer SCP-407. Objektklasse neutralisiert. Sonderverwahrungsverfahren. Als SCP-407 erworben wurde, befand es sich als Aufnahme auf einer Audiokassette. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist SCP-407 als digitale Audiodatei auf Daten gelöscht gesichert. SCP-407 darf unter keinen Umständen außerhalb einer Testumgebung und nur mit der Erlaubnis von O5 abgespielt werden. Versuche mit SCP-407 dürfen nur in komplett schalldichten Räumen durchgeführt werden. Werkzeuge und sonstige Gegenstände, die verwendet werden sollen, müssen sterilisiert sein, um Pollen, Pilzsporen, Pflanzensamen sowie einen möglichst großen Anteil bakterieller Lebensformen zu entfernen, um das Auftreten der negativen Folgen von SCP-407 möglichst lange hinauszuzögern. Beschreibung: Bei SCP-407 handelt es sich um ein Lied in einer unbekannten Sprache, welches allem Anschein nach a cappella gesungen wird. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um menschliche Stimmen handelt. Das ursprüngliche Kassettenband mit SCP-407 enthielt nur einen Track mit 30 Minuten Laufzeit. Das plötzliche Ende dieser Aufnahme impliziert jedoch, dass das Original länger ist. Alle bisherigen Zuhörer beschrieben das Lied als beruhigend, herrlich und schön. Für den Zeitraum, in dem SCP-407 gespielt wird, kommt es zu einer beschleunigten Zellbildung im auditorischen Radius. Dieser Effekt scheint auf zellulärer Ebene aufzutreten und erfordert nicht, dass das Objekt selbst die Musik hören kann. Die Veränderungen scheinen zunächst nur multizelluläre Organismen zu betreffen, beginnen aber bereits nach kurzer Zeit auch bei einzelligen Organismen die Mitose zu beeinflussen. Bereits eine Minute nach dem Beginn des Abspielens scheinen multizelluläre Lebensformen gesünder zu werden. Personen, die an Unterernährung, verstärkter Narbenbildung, körperlichen Verletzungen, chronischen Krankheiten oder anderen medizinischen Problemen leiden, genesen nach etwa einer Minute, in der sie SCP-407 ausgesetzt waren. Dieser Heilungseffekt trat auch bei Fällen von Alzheimer, Morbus Crohn, Hirn- und Rückenmarksverletzungen sowie bei normalerweise tödlichen Infektionen und Wunden auf. Interessanterweise scheint Krebs nicht betroffen zu sein, obwohl sich die körperliche Verfassung der Patienten trotzdem erheblich verbessert hat. Während der zweiten und dritten Minute nach Beginn tritt bei Subjekten überflüssiges und ungehemmtes Zellwachstum auf, welches sich in schnell fortschreitendem dermalen Wachstum manifestiert. Bei diesen Geschwülsten scheint es sich meist um gutartige Tumore und Kalzium- und Fettablagerungen zu handeln, die zwar manchmal schmerzhaft und entstellend, aber nicht lebensbedrohlich sind. In der vierten Minute kommt es zu einem erhöhten Bakterien- und Pilzwachstum, deren Auswirkungen für alle exponierten Lebewesen gefährlich sind, selbst wenn man ihre neuen, besseren Gesundheitszustände berücksichtigt. In den meisten Fällen treten frühzeitig Atemwegs- und Verdauungsprobleme auf und verschlimmern sich mit fortschreitender Zeit. Nach 5 Minuten beginnt sich der weitere Verlauf der Auswirkungen von SCP-407 in allen bisherigen Studien zu unterscheiden. In allen Fällen beginnen Reste von Pflanzen und Pilzen sowie alle anwesenden Tierarten zu wachsen und sich unkontrolliert und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zu vermehren, wobei sie sich oft zu neuen Organismen weiterentwickeln. Die Ergebnisse variieren je nach Versuch und den Objekten, die während des Abspielens von SCP-407 präsent waren. Anhang 407-01. SCP-407 wurde im Haus von Professor von gefunden, der kürzlich von einer Expedition in die Amazonasregion Nordbrasiliens zurückgekehrt war. Unsere Agenten wurden zuerst auf die Anwesenheit eines möglichen SCPs aufmerksam gemacht, als Daten gelöscht. Anhang 407-02. Bei dem Schimmelpilz, der das Ergebnis des zweiten Versuchs mit SCP-407 darstellt, scheint es sich um eine Abart des Cordyceps-Pilzes zu handeln. Es wurde vermerkt, dass dieser Schimmel dem ähnelt, dem SCP-507 begegnet ist. Aus der begründeten Angst, einem ähnlichen Schicksal wie dem von 507 Beobachteten zu erleiden, wurden Versuche mit SCP-407 auf die ersten 20 Minuten der Aufnahme beschränkt. Anhang 407-03. Nachfolgend finden Sie einen exemplarischen Versuchsablauf mit SCP-407. Vollständige Forschungs- und Versuchsnotizen finden Sie im Versuchsprotokoll 407. Auszug aus den Versuchsnotizen. Versuch Nummer 2. SCP-407 lief für 28 Minuten 32 Sekunden. Ein D-Klasse-Mitarbeiter im Innern der Kammer und sterilisiert. 25 Sekunden. Subjekt berichtet von der beruhigenden Wirkung der Musik und fühlt sich stärker und belebter. 45 Sekunden. Zuvor beobachtete Leberflecken und Narben verschwinden nachweislich. 2 Minuten 20 Sekunden. Subjekt scheint um einen Zentimeter gewachsen zu sein. Eine Zunahme der Muskulatur wird beobachtet. 3 Minuten 40 Sekunden. Subjekt meldet Darmschmerzen. 4 Minuten 20 Sekunden. Subjekt beginnt zu erbrechen. Pflanzen können dabei beobachtet werden, wie sie aus dem Erbrochenen wachsen und sich langsam im Fliesenboden verwurzeln. 4 Minuten 50 Sekunden.
Subjekt beginnt, Ausschläge und Wucherungen auf der Haut zu entwickeln. 5 Minuten 30 Sekunden. Schwere dermale Verunstaltung. Subjekt keucht schwer, fleht um Hilfe. Es werden schwere Schmerzen gemeldet. 6 Minuten 10 Sekunden. Subjekt fällt auf den Boden und bewegt sich nicht mehr. 6 Minuten 45 Sekunden. Der Körper des Subjekts wird schnell von etwas bedeckt, das als eine Pilzinfektion gedeutet wurde. Es kann beobachtet werden, wie Pflanzen zunächst aus dem Mund und dann aus den Augenhöhlen des Subjektes wachsen. 7 Minuten 30 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Subjekt so weit mit Schimmelpilzen und Pflanzensprosslingen bedeckt, dass es selbst nicht mehr erkennbar ist. Der Körper platzt auf, als ein Bananenbaum aus den Innereien des Subjektes hervorbricht und innerhalb von wenigen Sekunden voll ausgewachsen ist. 8 Minuten 45 Sekunden. Pflanzen und Pilze haben sich allmählich in der Versuchskammer ausgebreitet. Etwas, das Moos und Unkraut ähnelt, bedeckt den Boden. 9 Minuten 30 Sekunden. Mehrere Triebe, Stängel, Sträucher und sogar kleine Bäume sind entstanden. Der Bananenbaum ist nicht mehr erkennbar. Der Stamm ist überwuchert und mit Laub und Pilzen bedeckt. 10 Minuten 30 Sekunden. Die Luft ist voller Pollen und Sporen. Die Sicht in die Versuchskammer ist erschwert. 11 Minuten 30 Sekunden. Es kann Bewegung in der Kammer gehört werden. Es werden mehrere verschiedene kleine, insektenartige Kreaturen beobachtet. Die Kreaturen bestehen scheinbar aus pflanzlicher Materie. 17 Minuten 30 Sekunden. In den letzten 6 Minuten wurde beobachtet, dass Geschöpfe, welche aus pflanzlicher Materie bestehen, entstanden, heranwuchsen, andere töteten und fraßen und schließlich selbst gefressen wurden. Diese Kreaturen werden mit zunehmender Zeit immer größer. 19 Minuten. Mittelgroße säugetierartige Geschöpfe werden beobachtet. Sie weisen menschenähnliche Charakteristika auf und ähneln dem ursprünglichen Subjekt. 21 Minuten. Es wird ein großer Pilzstiel dabei beobachtet, wie er aus einem der Säugetiergeschöpfe hervorsprießt. Der sich bildende Fruchtkörper platzt auf und lässt weiße Sporen frei. 22 Minuten. Das Pflanzenwachstum ist zwar noch üppig, aber alles beginnt von einer Schimmelschicht überzogen zu werden. Die Pflanzenkreaturen scheinen aus einem unbekannten Grund langsam zu sterben, bevor sie vom Schimmel bedeckt werden. 23 Minuten. Die Säugetiergeschöpfe sind die letzten, die sterben. Sie verfallen stark und werden von demselben Schimmelpilz bedeckt. Die Körper der Geschöpfe ziehen sich zusammen, um sich dann wieder auszudehnen, ganz so, als ob sie atmen würden. Pilzstiele steigen schnell aus den Körpern hervor, platzen, lassen Sporen frei und verrotten dann genauso schnell wie alles andere. 28 Minuten 32 Sekunden. Ende der Audioaufnahme. Es gab keine weitere Veränderung mehr seit dem Auftreten des Schimmelpilz. Die Kammer wird einer strengen antibiologischen Reinigung unterzogen. Es wurden Proben der Pilze genommen. Siehe Anhänge 407-01, 407-02. Versuch Nummer 2 beendet. Anhang 407-04. SCP-407 wurde von der Gruppe Die Hand der Schlange aus dem System der Foundation gelöscht. Alle bekannten Sicherungskopien von SCP-407 wurden ebenfalls gelöscht. Siehe Vorfallsbericht X23. Versuchsprotokoll 407. Versuch Nummer 1. SCP-407 spielte für 28 Minuten 32 Sekunden. Ein D-Klasse-Mitarbeiter, Testbereich unsterilisiert. 25 Sekunden. Das Subjekt berichtet, dass es Geschmack an der Musik gefunden hat und kann dabei beobachtet werden, wie es versucht, diese mitzusummen. 45 Sekunden. Das Subjekt berichtet, dass sein seit Jahren verletztes Knie nicht mehr schmerzt und wieder gut funktioniert. 1 Minute 25 Sekunden. Subjekt beginnt Liegestütze zu machen und ist scheinbar euphorisch über seinen körperlichen Zustand. Das Subjekt sieht jünger aus und zeigt einen erheblichen Wachstum der Muskulatur. 3 Minuten. Subjekt stoppt die Aktivität und meldet Schwindel und Magenkrämpfe. Subjekt beginnt sich den linken Arm zu kratzen. 3 Minuten 40 Sekunden. Subjekt leidet an unkontrollierbarem Durchfall und scheint große Schmerzen zu haben. Dermale Clavis sind am linken Arm zu sehen. In verschiedenen Teilen der Versuchskammer wachsen kleine Unkräuter. 4 Minuten. Die Clavi auf der Haut des Subjektes breiten sich schnell am ganzen Körper aus und nehmen einen weißlichen Farbton an. Subjekt teilt mit, dass es keinen Schmerz mehr spürt. 4 Minuten 30 Sekunden. Die Haut des Subjektes ist vollständig mit dicker, unebener, verhornter Haut bedeckt. Subjekt kommuniziert nicht mehr. Kammerboden und Wände mit fortgeschrittenem Pflanzenwachstum bedeckt. 5 Minuten 10 Sekunden. Subjekt bewegt sich nicht mehr und ist kaum noch zu erkennen, da das Wachstum der Hautverunstaltung anhält. D-Klasse-Uniform des Subjektes zerfällt aus unbekannten Gründen. 6 Minuten 45 Sekunden. Das Subjekt ist nicht mehr als Mensch zu erkennen. Es erscheint wie ein großer Haufen verhorntes Fleisch. Diese neue Form des Subjektes dehnt sich langsam aus und zieht sich zusammen. Auf und um das Subjekt herum wachsen farnartige Pflanzen. 7 Minuten 10 Sekunden. Kammer vollständig mit verschiedenen Unkräutern, Pflanzen und Farnen überwuchert.
Die Mehrheit der Arten kann nicht bestimmt werden. 7 Minuten 55 Sekunden. Das Blattwerk in der Kammer ist nun extrem dicht. Viele der beobachteten Pflanzen reichen bis zur Decke. Der Hügel, der aus dem ursprünglichen Subjekt entstanden ist, ist größer geworden und hebt und senkt sich weiterhin rhythmisch. 8 Minuten 30 Sekunden. Die Pflanzen beginnen eine gelbe Färbung anzunehmen, als ob sie welken würden. 10 Minuten 30 Sekunden. Alle Pflanzen in der Versuchskammer sind abgestorben und zerfallen schnell zum Mulch. Der Hügel dehnt sich immer noch aus und zieht sich zusammen, ist etwa 2 Meter breit und etwa gleich hoch geworden. 11 Minuten. Eine Vielzahl von Schimmelpilzen wachsen in der gesamten Kammer auf dem Mulch der verstorbenen Pflanzen. Große mundartige Öffnungen mit sichtbaren Zahnreihen sind an der Außenseite des sich ausdehnenden und zusammenziehenden Hügels in der Mitte der Versuchskammer entstanden. 13 Minuten 30 Sekunden. Die Vielfalt der Pilzarten in der Kammer ist stark gestiegen. Pilzformen wachsen aufeinander und auf dem Hügel, der vom Subjekt stammt, welcher sich immer noch rhythmisch bewegt. 15 Minuten. Handähnliche Gebilde wachsen paarweise auf der Außenseite des Hügels. Pilze weiterhin im Überfluss vorhanden. 16 Minuten 10 Sekunden. Die handförmigen Gebilde entwickeln scheinbar Augen. Kurz nach dem Öffnen der Augen lösen sich die Gebilde vom Hügel und bewegen sich unabhängig voneinander. Man kann beobachten, wie sich die Hände auf bestimmte Pilze zubewegen, Stücke von diesen abreißen und sich dann selbst inklusive der Pilzstücke in die mundartigen Öffnungen stürzen. 18 Minuten. Die Mehrheit des Pilzmaterials verschwindet, da immer mehr Hände Pilze an den zentralen Hügel verfüttern. 19 Minuten 30 Sekunden. Verschiedene Pflanzentriebe sind sichtbar. Keine Gattung kann für diese bestimmt werden. Es ist nur noch Pilzbefall an der Kammerdecke vorhanden. Gelbliche Dämpfe sind zu sehen, die aus der zentralen Masse kommen. 21 Minuten. Einer der Organismen, die zuvor als Pflanze eingestuft wurden, löst sich vom Boden und bewegt sich frei. Diese Organismen scheinen sich aus kleinen, stationären, schotenartigen Pflanzen zu mobilen Formen zu entwickeln, die sich mit Hilfe mehrerer Stachelranken durch die Kammer ziehen können. Sie sind in der Lage, sich sowohl an den Wänden als auch an der Decke zu bewegen. Obwohl sie etwa halb so groß wie die Handorganismen sind, scheinen die pflanzenartigen Organismen über scharfe Unterkiefer zu verfügen, mit denen sie die Mehrheit der Handorganismen zerstören und konsumieren können. 23 Minuten. Pflanzenartige Organismen beginnen damit, die Handorganismen, die weiterhin aus dem zentralen Hügel wachsen, zu fressen, sobald diese ein funktionierendes Auge entwickeln. 23 Minuten 40 Sekunden. Pflanzenartige Organismen werden dabei beobachtet, wie sie Pilzmaterial von der Decke an die Münder des Hügels verfüttern. 26 Minuten. Pflanzenartige Organismen vermehren sich scheinbar sexuell unter Verwendung von direkt übertragbaren Pollen. Das Leben in der Kammer scheint sich nun auf 3 überlebende Arten zu beschränken. Den mobilen pflanzenartigen Organismen, den Pilzorganismus, der an der Decke weiter wächst, und dem zentralen Hügel auf dem Boden. 28 Minuten 32 Sekunden. Ende der Audioaufnahme. Daten gelöscht. Test 1 beendet. Anmerkung. Daten gelöscht. Sicherheitsverletzung Vorfall X23. Am brechen Mitglieder der Interessensgruppe, die der Foundation als die Hand der Schlange bekannt ist, in Standort 19 ein. Bei diesem Einbruch handelt es sich scheinbar um den zweiten Einbruch in eine SCP-Anlage durch der Foundation nur als LS bekannt ist. Diese Person hatte in einem früheren Zwischenfall den Diebstahl von SCP-268 koordiniert. Obwohl Daten gelöscht, ist es aus der Videoüberwachung ersichtlich, dass SCP-268 an dieser Infiltration beteiligt war. Das Individuum LS hat scheinbar einfach den Standort durch den Haupteingang betreten. Der Zweck dieses Einbruchs lag wohl in der Verwendung von SCP-914. Aufgrund des Aufeinandertreffens des Eindringlings mit Dr., der gerade einen Routineversuch unternahm, ist nur zu vermuten, in welchem Umfang der Eindringling in der Lage gewesen wäre, das SCP-Objekt zu benutzen. Dr. scheint Daten gelöscht, was ihn zum einzigen menschlichen Verlust dieses Zwischenfalls macht. Es scheint, dass SCP-407 zu dieser Zeit aus dem System der Foundation gelöscht worden ist, sodass nur davon ausgegangen werden kann, dass die am Vorfall beteiligten Personen hierfür verantwortlich sind. Ob dies bedeutet, dass die Datei vollständig zerstört wurde oder sich möglicherweise in den Händen dieser Schurkengruppe befindet, ist unbekannt. Eine kurze gedruckte Notiz wurde in der Kammer von SCP-914 gefunden. Diese Notiz stellt die einzige Stellungnahme dieser Gruppierung dar, die derzeit im Besitz der Foundation ist. Siehe Dokument X23-01. Dokument X23-01. Sehr geehrte Damen und Herren der Foundation, ihr versteckt euch hinter Waffen und Protokollen. Ihr legt das Unbeschreibliche in Ketten und steckt euch selbst in euren eigenen, selbstgebauten, erbärmlichen Käfigen aus Angst und Unwissenheit. Ihr denkt, ihr seid die Hirten, die die Herde der Nicht-Aufgeklärten durch die Nacht bewachen. Aber in Wirklichkeit seid ihr so zerrüttet von Angst und Zweifeln, dass ihr in eurer konfusen Arroganz
vergeblich versuchen würdet, die Sonne selbst an den Himmel zu ketten, um die tägliche Nacht zurückzuhalten. Die kundtuenden Engel selbst verwahrt ihr mit 3 Ziffern und 4 Wänden. Erkennt ihr nicht eure Blindheit, mit der ihr davon schreitet und euer Schwert schwingt? Würdet ihr selbst am letzten Tag uns dazu zwingen, den schwarzen Surtur mit euren Verfahren und eurer Wissenschaft einzusperren und uns zu einer faulen Stagnation zu verdammen, während ihr seine reinigenden Brände eindämmt? Ich bitte euch nicht zu handeln, sondern mit Erleuchtung und Herz zu handeln. Man sollte sich auch nicht von der Dunkelheit verführen oder vom Licht blenden lassen, sondern bestimmt in der Dämmerung wandeln und in alle Reiche blicken. Geht barfuß durch die Welt des Feuers, und ihr werdet von den Narben befreit, von denen ihr nie wusstet, dass ihr sie hattet. Ich hinterlasse euch eine letzte Wahrheit. Der Garten ist der Ort der Schlange. Die Gottheiten der Angst und Ordnung, die in der kühlen Abendluft spazieren gehen, sind nur Besucher. Versäumt nicht, das Böse zu sehen, das sich im Licht verbirgt, noch die aromatische Schönheit der blassesten Blume der Dunkelheit. Mit freundlichen Grüßen unterzeichnet L.S. PS, ihr werdet mir noch danken, dass ich das, was ihr 407 nennt, gelöscht habe.